Hey Leute, jetzt zeige ich euch den negativen dekadischen Logarithmus vom AK Kappenberg. Den finden wir, wenn wir von der Seite kappenberg.com aufs AK Mini-Labor gehen und dort unter Chemie und Animation den negativen dekadischen Logarithmus anklicken. Und eins von 10 Wassermolekülen reagiert hat zu einem Oxonium-Ion und einem Hydroxid-Ion. Und nun kann man die Autoprotolyse des Wassers sich angucken. Wenn man nämlich jetzt hier unten auf Autoprotolyse klickt, sieht man, wie die Reaktion abläuft. Zwei Wasser werden zu einem Oxonium-Ion und zu einem Hydroxid-Ion. Das Ganze geht auch wieder rückgängig. Und wenn man jetzt auf das Minuszeichen klickt, dann wird die Lösung verdünnt. Und dann haben wir eins von 100 Wassermolekülen aufgespalten vorliegen. Und also zur Berechnung des pH-Werts ist es dann so, dass dann das reagierte Wasserteilchen durch die Gesamtheit des Wassers geteilt wird, wo wir jetzt in diesem Fall 10 hoch minus 2 raus haben. Davon der negative dekadische Logarithmus ist dann 2, ist dann der pH-Wert. Wenn wir es weiter verdünnen, haben wir dann ein reagiertes Wasserteilchen durch 1000 Wasserteilchen, pH-Wert 3. Also hier haben wir die Gesamtheit des Wassers und hier oben blau markiert haben wir das eine reagierte Wasserteilchen. Wir können jetzt noch weiter verdünnen, dann haben wir hier oben ganz klein blau noch das reagierte Wasserteilchen. Und hier die Gesamtheit des Wassers, und man sieht schon, Relation ist wirklich 1 zu 10.000, also sehr, sehr gering, dass da etwas reagiert. Nun haben wir 100.000 Teilchen im Vergleich zu diesem einen reagierten Teilchen. Wo ist das eine denn? Ganz, ganz klein blau in der Ecke. Und hier bei pH 5 ist die Erkennungsgrenze für einzelne Teilchen erreicht. Der Bildschirm kann es nicht noch weiter auflösen. Und ausgehend davon benötigt man nun 100 solcher pH 5 Bildschirme, um optisch 1 zu 10 Millionen darzustellen. Also pH 7. Und das hier ist nun pH 7. Der Film hat Ihnen einen ersten Eindruck von den Möglichkeiten dieser App für das Üben und Vertiefen der Kenntnisse zu diesem Themenbereich vermittelt. Sie können sich aber auch selbst intensiv mit der App beschäftigen. Gehen Sie auf kappenberg.com und tippen Sie oben rechts auf AK Minilabor. Für Chemielehrer gibt es eine zusätzliche Möglichkeit, mit der App zu arbeiten, mit dem Teacher's Helper. Mit dem kann man ganz einfach ein chemieraumeigenes WLAN aufbauen. Der Lehrer kann mit dem Teacher's Helper die Aufgabe und sogar den Schwierigkeitsgrad vorgeben und die Schüler können mit ihren Smartphones oder Tablets diese bearbeiten.